Hallo und willkommen zum Portal 2 Singleplayer Workshop. Es geht weiter in dem von Demon Arisen. Man kann es hier schon wieder nicht sehen. Manchmal lädt es nicht richtig, aber glaubt mir, er ist es. Kann man ja auch am Profilbild sehen. Und ich starte mal rein in Nostalgia. Da habe ich vor vielen, vielen Jahren mal das Remake von Fumbly gespielt. Ich weiß noch ungefähr, worum es ging, aber das heißt nicht, dass ich noch irgendwelche Moves kenne. Schauen wir mal. Also wenn ich mich überhaupt richtig erinnere, was das für eine war. Oh, an so einen Anfang erinnere ich mich zum Beispiel mal nicht. Da hat man ja jetzt mal nicht so viel möglich. Ach so, da oben geht's raus. War das was mit Strahl? Ja. Ach ja, ja, doch. Da hinten muss man was gegendrücken. Vorher sollte man aber erstmal aussteigen, sonst ist hier vorbei. Also die erste Todesgefahr. Vielleicht sollte ich zwischendurch mal abspeichern. Ab und zu. Da gab es eine Brücke. Oh, aber das Layout kommt mir doch sehr bekannt. Oh, da hole ich den Würfel. Da hinten. Interessant. Da mache ich den. Okay. Das ist erstmal nachvollziehbar. Da hole ich sie jetzt mal. Dann gehe ich rüber. Hilft mir das was? Ich gehe mal davon aus, dass da hinten eine weiße Fläche kommt. Nein. Wie geht denn das? Warte mal. Achso, ach, da oben ist ja was. Warte, soll ich erstmal hochgehen? Kann ich überhaupt ganz hochgehen? Aber was hilft es mir, wenn ich da oben bin? Eigentlich nicht viel. Achso, da... Gottes Willen. Erstmal richtig hingucken, ne? Wir gehen da jetzt rüber. Punkt. Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Nächstes Problem, kommt der nur einmal vielleicht? Nee, er kommt tatsächlich häufiger. Okay. Ja, cool. Hab jetzt einen längeren Laufweg gemacht. Sonst hätte ich per Abkürzung... Ah, noch einer verschwendet. Per Abkürzung natürlich laufen können, ist ja eine weiße Fläche da. Okay, ich kann mir das aufmachen, dauerhaft. Wer weiß, ob es hilft. Und jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, da erstmal wieder hochzukommen. Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Komme ich auch nicht hoch. dann gehe ich mal so raus, ne? Da ist auch gar nichts, keine weiße Fläche. Da kann man nur hinlaufen und wieder auf die Brücke rauf. Beziehungsweise, wenn man jetzt hier irgendwo den man könnte hier wieder rein. So. Und das hatte was mit dem Halten des Würfels zu... Achso, ich müsste ja jetzt zurück. Stimmt. Nehme ich jetzt den Strahl? Bringt das was? Kann ich da überhaupt runterspringen? Ich, warte mal, ich könnte mir jetzt den Strahl holen, hier reingehen. Vorher hatte ich den ja auch noch im Anschlag, fällt mir gerade ein. Könnte... Was könnte ich denn machen? Könnte. Mich darüber strahlen, den. Ah, vielleicht geht da was. Okay, ich hole mir mal den Strahl. Ich glaube, ich kann mich doch noch einigermaßen erinnern, wie das ging. So. Das heißt, jetzt arbeite ich erstmal mit dem Strahl und der wird dann durch den Würfel ersetzt. Durch den Würfel, durch die Brücke. Durch die Brücke ersetzt. Und der Würfel wird, wie gesagt, gehalten, gestrahlt, wie auch immer. Jetzt kann ich ihn nicht irgendwie da hochbekommen. Ich denke, ich rufe ihn neu. Ich mach das mal. Wobei die Frage ist, was habe ich jetzt erreicht oder was hätte ich jetzt erreicht, was ich vorher nicht erreicht hätte? Dass der Würfel oben bleibt? Nee. Dass er da hinkommt, wo ich dann auch hinkomme. Ist das der Unterschied? Ich glaube. Ich mache es jetzt erstmal. So. Allerdings kann ich es nicht direkt ersetzen. Ach, jetzt komme ich ja wieder nicht hoch, oder? Jetzt kann ich leider nur da rausgehen. Das ist gar nicht gut, oder? Das bringt mir ja nichts. Oder? Jetzt komme ich ja gar nicht... Ach doch. Nee, komme ich nicht.
Warte mal, jetzt kann ich wieder zur Brücke rein, aber... Ach, und da ist schon das erste Problem. Kann von hier innen natürlich jetzt nicht mehr raus. Okay, wo war der Denkfehler? Jetzt kriege ich vor allen Dingen den Würfel nicht mehr zurück. Ich komme nicht mehr da hoch und alles. Ach, wie blöd. Tja, wenn man nicht nachdenkt, ne? Oder denkt man, hätte gedacht. Gut, machen wir nochmal neu. Und zwar... Der fällt jetzt wieder. Jetzt habe ich wieder den Anfang. Hätte ich drin sein müssen und den... Ups. Würfel irgendwie wegstrahlen oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Also. Nochmal rein da. Nochmal hoch da. Was kann man an der Stelle jetzt machen? Man könnte hier oben stehen. Wenn ich jetzt zurückkomme mit dem Strahl. Hier oben stehen und... Ist aber auch knapp. Den Würfel da wegstrahlen, dass der kaputt geht. Dann kann ich ihn zu mir hinstrahlen. Dann bin ich oben mit dem Würfel, aber... Das hilft ja dann auch wieder nichts. Dann habe ich nicht die Brücke und alles. Ach, das macht man von hier. Ja, okay. Ich habe eine Ahnung. Das macht man von da drin. Mal sehen, ob das geht. Ich habe jetzt nicht getestet, ob er Auto-Respawn hat. Doch. Na klar habe ich das getestet. Nee. Doch, habe ich. Indem ich die ersten nicht gerettet habe. Und die sind ja in die Suppe gefallen. Genau. Ich habe zwar nur einmal den Knopf gedrückt, aber Auto-Respawn ist ja, wenn er kaputt geht. So, jetzt habe ich also den Strahl. Jetzt strahle ich mich mal rüber. Jetzt bleibe ich nämlich hier oben. Das ist der Clou. Dann mache ich den Würfel weg. So. Dann strahle ich wieder. Wobei müsste ich gar nicht. Ich könnte jetzt schon die Brücke holen, denke ich mal. Aber trotzdem, ich mache mal auf Nummer sicher. So, jetzt haben wir hier die Brücke. Jetzt ist die große Frage, wie... Oh Gott, wie richtet man das aus? Das ist ein Augenmaß, was ich immer nicht habe. Müsste eigentlich hier so sein. Bisschen zurück, oder? Naja, obwohl, das ist doch schon ein Panel hier. Der liegt ziemlich gut, würde ich behaupten. Und das ist die Stelle, die man mal abspeichern würde. Denn er muss auch gut sitzen. Ja. Liegen. Denn jetzt wird erstmal die Kreuzung hergestellt, die keine Kreuzung ist, sondern oh, die ihn dann hier hält. Ja, und jetzt geht es eigentlich wieder genau so. Mit dem Unterschied, dass der Würfel da vorne ist und den Ausgang aufdrückt. Haben wir jetzt nicht gesehen, hat aber geklappt. Ja, ich glaube, Fumblies Edit war tatsächlich genau so. Ich kann mich jetzt an nichts anderes erinnern. Und hier ist auch nichts Neues. So schwer war sie dann gar nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen aus der Erinnerung gezerrt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass ich Fumbly einen Daumen gegeben hatte. Also muss ich dem auch einen Daumen geben. Aber schlecht ist er ja nicht. Also mache ich mal die nächste. Ging jetzt echt schnell. Unter 10 Minuten sogar. Und die soll, glaube ich, schon challenging sein. Also, naja. Mal sehen, ob ich mich hier den Rest der Folge abplage mit Spectrum. Oh nein. Wird es was mit Laser? Oh. Ach nee, ich glaube, es wird was mit Gel. Oder? Habe ich sowas gelesen? Ich weiß gar nicht. Ich höre Gel auf jeden Fall. Oh, sie ist was größer. Das ist Portalgel, würde ich sagen. Okay. Wo gehen wir denn mal hin? Also ich muss auf jeden Fall diese Brücke wegkriegen. Oh Gott, hier ist ja viel. Kriege ich die damit weg? Nee, doch. Okay, dann haben wir da die erste Fläche. Gut. Jetzt habe ich das schon falsch gemacht, ne? Jetzt habe ich die beide hier. Verdammt. Oh, da will ich nicht runter. Komme ich da jemals zurück jetzt? Och nö. Wie komme ich wieder zum Anfang? Shit. Mist.
Na gut, dann machen wir es andersrum. Dann hole ich das jetzt mal überall, wo ich es so holen kann. Da wird es wahrscheinlich durch einen Grill kaputt gehen, oder? Überlebt so eine Farbe den Grill? Nee, da ist nichts passiert. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es geflogen ist, aber es ist sicherlich da angekommen. Das heißt, hier müsste was drauf sein, um irgendwo Farbe hinzumachen. Da komme ich auch noch nicht durch. Was ist hier? Mal ganz naiv hier runter. Das will doch auch keiner, oder? Da runter? Ist da was? Was soll denn das? Nur damit man hier nicht laufen kann, oder wie? Denke ich mal. Oh, hier ist auch gefährlich. Okay, also hier geht irgendwie noch nichts. Der machte also die Brücke weg. Ich kann natürlich selber da rein, aber da sollte ich nicht... Ach, da ist ja noch was. Ah, jetzt haben wir es doch. Das habe ich übersehen. Da mache ich mir einen Rückweg. Sowas ist ja alles noch überschaubar. So, dann gehe ich jetzt nochmal zurück. Beziehungsweise kann ich auch mal da rausgehen. Oh, kann ich das zurückwerfen? Dann kommt es aber nur da an. Ich denke, diese Glasdinger sind dafür da, dass da genau keine Farbe hin soll. Ja, da soll ich auch noch runter. Oh, da unten passiert irgendwas. Mhm. Da werde ich vielleicht mit einer Brücke langlaufen oder so. Jetzt würde ich erstmal tatsächlich dieses anfeuern. Go, go, go. Dann gucke ich mir das mal an, was da draus geworden ist. Und dann würde ich als nächstes gucken, wo ich es hier oben hinkriege. Hm. Scheint vielleicht auch wichtig zu sein. Das fliegt da oben lang. Ich habe gar keine Vorstellung, ehrlich gesagt. Aber ich mache alles, was ich so machen kann. Oh, es ist dagegen geknallt. Sollte es nicht da rein? Okay, dann habe ich eine weitere Idee. Ich komme... Achso, ich selber komme da rausgeflogen? Dann kann ich hier hoch. Ich habe jetzt erst noch gedacht, ich komme hier rausgeflogen und da rein. Das könnte man auch mal ausprobieren. Dann würde ich nämlich da wieder zurückkommen. Das ist aber sehr gefährlich. Das speichere ich mal ab. Aber das ist schon so ein fortgeschrittenes Manöver. Mal gucken, ob es geht. Also, ich mache da orange hin. Komme hier rein und mache da wieder blau. Also jetzt orange und eigentlich muss ich dann nur blau umschießen. Aber die Frage ist... Die Frage ist... Fliege ich richtig, ne? Gar nicht. Okay. Das heißt, ich werde mal hier rausfliegen. Oh nein, das war genau der Denkfehler. Na gut, ich hatte ja gespeichert. Stimmt, der Rückweg war jetzt nicht so prall. Machen wir es anders. Machen wir es jetzt so. Dann da. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da hochkomme. Ist ehrlich gesagt das Beste, was mir aktuell einfällt. Okay, ich weiß nicht, ob ich auf der Brücke... Ich mach da auf. Ich habe einen Turret gehört. Ich weiß nicht, ob ich auf der Brücke eventuell mal zum Stehen kommen soll. So, jetzt habe ich natürlich das Problem. Achso. Okay. Haha. Jetzt gehe ich da wieder raus. Bereite dieses Portal vor. Und ehrlich gesagt, muss ich jetzt die Brücke weglassen, weil wenn die Farbe da rauskommt, knallt sie ja als nächstes wieder gegen die Brücke. Und sie soll ja offensichtlich hier hin. Ach, dann kann ich die Brücke holen. Habe ich mir ja auch noch gar nicht angeguckt. Okay. Na dann los. Ah, das ist ein schönes Gefühl, muss ich sagen, diese Kammer. Die macht echt Spaß. Jetzt haben wir nämlich die Gelegenheit, da unten lang zu laufen. Ja. Yeah. Oh. Das ist aber leider zu tief. Ach, nö. Ich guck's mir mal an, aber es sieht doch sehr deutlich aus, dass ich da nicht... Ja, scheiße. Nicht hochkomme. Ach, nö. Wo ist denn da der Trick? Auf jeden Fall kann ich jetzt hier hochlaufen. Fällt mir ja auch gerade mal so auf. Und kann zum Beispiel auch darüber laufen. Okay, was... Was mache ich denn, um später dahin zu kommen? Das heißt ja, ich müsste die Brücke anders nehmen. Ich glaube aber nicht, dass ich die noch so nehme, dass ich oben drauf bin, ne? Vielleicht gibt es noch... Ne, es gibt keine andere Brücke. Egal. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Ich gucke erstmal hier...
Interessant, das ist doch hier reines Design. Das ist nicht reines Design. Aha, da muss ich vorher noch die Turrets wegkriegen, wenn ich, bevor ich da rausgehe. Und da kann ich rausgehen, wenn ich einen Würfel da habe, um hier dauerhaft aufzuhalten. Verstehe ich. Okay. Dann machen wir... Ach, und siehst du, die Sache mit der Brücke, dass man die anders holt, so wie da, wäre eigentlich auch hier angesagt, dass man hier rüberlaufen kann. Dann sollte man hier gar nicht durchschießen, oder? Hm. Also als erstes müsste man mal langsam an einen Würfel rankommen, aber das ist noch nicht erreichbar irgendwie. Guck ich mal hier. Was passiert denn hier? Links wird wahrscheinlich das End. Oh, da ist auch noch einer am Ziel. Oh. Dieses Ding. Oh, das bleibt nicht. Aha. Ach, je. Das sieht eher aus wie Rückweg. Obwohl. Oh. Was will ich denn hier überhaupt? Warum? Was gibt es denn hier Spannendes? Ich dachte, vielleicht macht man mal hier irgendwie eine Brücke. Dass man dann darüber laufen kann, aber warum will man das? Es scheitert wirklich doch noch sehr am... oh, das ist ja... Ach so, da kommt dann auch die Farbe rein. Es scheitert sehr am Würfel, muss ich sagen. Aber ich kann da mal hochgehen. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt mache ich hier oben auf, kann aber es... nicht nutzen. Ja, warte mal. Da ist... Was machte der? Der machte da auf. Das hilft mir alles nichts. Okay, jetzt stoße ich langsam an die Grenzen. Ich kann da zwar ein Portal machen, aber da will ich ja nicht raus, weil da falle ich in den Tod, ne? Warte mal. Man kann jetzt aber nicht, das hat zwar jetzt nichts mit der aktuellen Lösungsfindung zu tun, man kann jetzt nicht da raus und da hin, ne? Da ist noch ein Panel, mindestens ein Panel dazwischen. Okay, dieses Ende geht noch nicht. Ich scheitere doch sehr an diesem Grill gerade. Weil ich kann ja schlecht... Ich gehe nochmal hoch. Ich konnte hier auch nirgendwo Schwung holen oder sowas. Kann hier nicht in der Mitte reinschießen. Sehr interessant. Ich kann zwar hier aufmachen, aber das bringt mir doch nichts. Es sei denn, ich könnte jetzt den Blob irgendwie holen, aber dafür müsste ich auch schon mal die Brücke dauerhaft weg haben. Also es scheitert eigentlich alles am Würfel, würde ich sagen. Dann ist echt die Frage, was sehe ich nicht? Wie komme ich da hin? Warum... Jetzt muss ich nochmal gucken. Da ist anderthalb Panels. Irgendwie sind da dazwischen. So, wenn ich so mache, komme ich da nicht hin. Hä? Kann ich diese Brücke irgendwie anders holen? Nee. Was kann ich noch mit der Brücke machen? Ich kann sie noch hier hinschießen. Bringt mir herzlich wenig. Ich kann sie noch hier rausschießen. Ich weiß nicht, wer das will. Das bringt auch nichts. Kann hier einmal aufmachen, aber da geht es ja auch nicht weiter für mich. Die Schräge hatte ich. Wenn ich da reingefeuert werde, habe ich niemals genug Schwung, um hier irgendwas zu... Was ist denn da eigentlich? Habe ich da schon mal hochgeguckt? Ich glaube aber nicht, dass es was bringt. Erstmal zur Brücke. Es sieht so komisch aus, aber es ist vielleicht nur, weil... Oh. Warte, wie war denn da der Trick? Da bin ich doch so gelaufen, ne? Es ist nur, weil das Ding hier oben ist, denke ich mal. Das kann... Da ist doch kein Trick möglich. Da ist nichts. Okay, was macht man hier? Läuft man hier woanders lang? Lass mich da hoch. Das ist gemein. Frag mich, wie das jemals klappen soll. Hm.
Mit dem Würfel klettern für einen Würfel ist ja irgendwie auch relativ blöd. Ich kann hier sogar stehen. Ich kann dieses Portal ja nicht andersrum holen. Ja, also dieses Brückenportal. Ich muss nochmal hier gucken, ob da irgendwas schon möglich war. So, also das kennen wir ja. Da kann ich noch nicht hoch. Was konnte ich machen? Ich konnte hier rausgehen. Kann ich noch irgendwas anderes mit Gel machen? Das ging ja nicht. Könnte jetzt nicht. Da kann ich ja nicht rein. Es muss ein Portal sein, in das ich auch rein kann. Das hier habe ich gemacht. Das ging nicht. Das habe ich gemacht. Da war nichts. Eigentlich sind die Möglichkeiten erschöpft, finde ich. Das war was? Das war Brücke wegmachen und fliegen lassen. Das soll garantiert nicht da unten hin. Zumal das auch eine Fläche ist, die ich nicht in einem Stück als Portal nehmen könnte. Ja. Da stehen bringt doch nichts. Ich habe keinen Ansatz mehr irgendwo. Kann ich nicht schnell genug sein, um den irgendwie zu retten? Es muss doch da oben irgendwie weitergehen. Es muss doch weitergehen. Irgendwie muss es doch weitergehen. Ich meine, wenn ich schon da irgendwie hin kann, dann muss ich doch da auch was machen. Warte mal. Nee, ich kam ja nicht raus. Ich kam ja einfach nicht raus. Das bringt noch gar nichts. Das bringt alles nichts, weil ich den hier noch nicht offen halten konnte. Ey, es muss doch damit zu tun haben, dass ich da Portal schießen konnte. Soll ich hier irgendwie... Ich kann nur da treffen. Was soll mir denn das bringen? Irgendwie ein Denkfehler. Das bringt nichts, weil hier auch alles zu ist. Ich kann nicht mit Schwung hier irgendwie raus. Also hier ist doch einfach vorbei. Ich muss da irgendeinen einfachen Move mit der Lichtbrücke übersehen haben. Was kann denn der sein? Kann die Lichtbrücke überall raus. Da kann sie raus. Bringt nichts, würde ich sagen. Weiß nicht, wie ich sie da gebrauchen sollte. Hier kann sie lang. Da brauche ich sie nicht. Da bin ich rübergegangen. Da kann ich raus. Habe ich hier irgendwas noch nicht gemacht? Hä? So, warte mal. Ich hatte es doch schon einmal geschafft, hier hochzufliegen am Anfang. Das musste ich so machen. Bringt mir doch auch gar nichts. Da bin ich ganz weit geflogen. Kann so ein Flug ja auch nicht abstoppen oder irgendwas, höchstens zur Seite lenken. So, jetzt habe ich da die Verbindung. Die bringt mir ja nur auch überhaupt nichts. Hä? Was geht denn hier? Was ist denn das? Ich habe alles bekleckert und nichts funktioniert. Es scheitert doch an dem. Was sehe ich denn da nicht? Eine einfache Brücke.
Also es ist doch jetzt... Es wird doch nicht so weit fliegen, oder? Platsch. Irgendwo ins Wasser geflogen. Logischerweise. Muss ich es irgendwie jonglieren? Irgendwie da zurückfeuern? Ups. Toll, ne? Also ich muss gestehen, zu diesem Move habe ich mich inspirieren lassen. Das läuft für mich ansonsten unter Selbstmord, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich denke, es läuft jetzt so ab. Es ist tatsächlich mal ganz clever, aber da hätte ich ja noch ewig wie so ein Vollidiot draufschauen können und hätte es nicht gesehen. Ach Gott, ja, da können natürlich auch alle anderen Methoden, die man so im Kopf hat, nur versagen, ne? Wenn man nicht von hier unten hinkommt, sondern von oben abprallt. Okay, jetzt hoffe ich mal, dass ich gleich ein bisschen mehr Glück habe und irgendwie eine Möglichkeit, Sachen zu machen. So, denn mit diesem Würfel geht alles los. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich... Ja, da soll ich auch nichts machen, okay. Mann, jetzt kann man sich endlich mal angucken, wie diese Farbe da rauskommt. Also sie geht natürlich immer nach unten. Ja, wobei, so viel sehe ich da jetzt auch nicht. Jetzt kann ich zum Beispiel... Kann ich das überhaupt... Schaffe ich es da hoch? Auch nicht. Oh Mann. Jetzt schaffe ich es ja wieder nicht hoch. Oder? Warte mal. Jetzt ist ja keine Brücke da. Könnte das in manchen Fällen hilfreich sein? Oh, nicht wieder den Fehler machen. Nicht wieder den Fehler machen. So, jetzt gehe ich da hoch. Kann ich immer die Farbe mitnehmen. Aber es hilft nicht viel. Naja, vielleicht. Jetzt gucken wir mal so, wo die ankommt. Tja. Nee, das ist anders. Das läuft anders. Obwohl, wer weiß. Mal gucken. Jetzt kriege ich hier auch nicht die richtige Verbindung hin. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Naja, man kann hier jetzt rumkleckern. Das ist einfach blöd. Oh. Decke, Boden ist natürlich so eine Sache, ja. Jetzt weiß ich nicht, ob man hier sowas machen soll, aber da könnte ich mich natürlich schon mal um die Turrets kümmern, die mich später nerven. Das mache ich jetzt ehrlich gesagt auch, weil der Raum verhindert es nicht und so sehr wie diese Kammer höchstwahrscheinlich durchdacht ist, ist das hier auch durchdacht, dass man es so machen soll. Obwohl ich eigentlich... Hätte ich es irgendwann... Warte mal. Wenn ich den Würfel hier reingebracht hätte, wäre ich dann nicht einfach mit der... Nee, auch nicht. Doch. Na gut, ich habe jetzt ein bisschen vielleicht auf die umständliche Art probiert. Gucken wir mal. Ich probiere gleich mal die andere Art. Erstmal eliminiere ich diese Unart hier. Und zwar, wie schaffe ich es jetzt? Das schaffe ich eigentlich ganz einfach, oder? Den Würfel kann ich hier reinholen. Achso, habe ich da oben eigentlich schon irgendwo Farbe, die ich von hier treffen könnte? Ach, guck mal, jetzt hätte ich das sogar. Also da kann man eine Menge rumschmattern. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so, weil man dann nicht weiß, ob das so sein soll oder vielleicht nicht. Was ich jetzt machen kann ist... Moment. Ich gehe jetzt mal auf die... Ja, wie soll ich sagen? Traditionelle Weise. Ohne Farbkleckser gehe ich da mal jetzt hoch. Und jetzt hätte man die Gelegenheit doch gehabt. Allerdings kommt man dann auch nicht auf die... Doch. Doch. Okay, jetzt könnte ich so hier durchgehen. Jetzt könnte ich irgendwo... Hier zum Beispiel auf die Brücke hoch. Hätte natürlich das Ganze auch ein bisschen ablatschen müssen. Wäre dann hier hingegangen. Wäre da oben gewesen. Und hätte die Turrets gemacht. Okay, also das könnte sein, dass das der offizielle Weg ist.
Ja, gefällt mir ehrlich gesagt nicht, dass man hier rumkleckert. Weiß ich auch, wie gesagt, nicht, ob es sein soll, weil der Raum ist einfach da. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen, kenne ich ihn, dass es seine Philosophie ist, ja, es geht ja, also macht es doch einfach so. Wovon ich auch kein Freund bin. Jetzt habe ich aber das nächste Problem. Jetzt gehe ich da wieder rein. Und habe ja nach wie vor den Würfel da nicht. Muss ich den jetzt hier durchschleusen? Das ist die nächste Sache, die man sich mal überlegt. Dass der jetzt... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass ich den irgendwie... Wie mache ich das denn schon wieder? Also wenn ich da... Ach so, dass ich in die andere Seite reingehe, dass der hier liegt und ich durchschießen kann. Machen wir das mal so. So soll heißen. Ich bring ihn jetzt mal raus und bring ihn, ups. Oder mach ihn da rauf. Ja, dann gehe ich meinen Weg da rein und kann ihn da reinholen von der Seite. Das muss es doch jetzt eigentlich sein. Das war... Mit der Brücke, ne? Mit der Brücke rüberlaufen. Jetzt muss ich ja erstmal nur irgendwie rein. Das ist natürlich wieder... Ah, das ist ja so ärgerlich. Also dieser Move ist ja... Wenn du den nicht siehst, dann siehst du den nicht, ne? So, aber warte mal. Ach so, jetzt schieße ich einfach hier durch. Gehe hier raus. So, und kann ihn reinbringen. Und dann will ich aber mal ein bisschen was sehen, ehrlich gesagt. Herr Fail, dann will ich mal ein bisschen was von Ihnen sehen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und zwar möchte ich jetzt gerne dauerhaft hier aufhalten, weil es ist ja sonst nicht mehr feierlich. Diese ganzen Einschränkungen. So, jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt muss ich natürlich wieder... Mühsam runter, kann aber jederzeit wieder da oben schießen. Jetzt gehe ich einmal runter und schieße den. Kann da nicht hoch, sondern muss wieder da hoch, aber das ist okay. Und jetzt hat der da getroffen. Jetzt geht es umgekehrt. jetzt schieße ich da rüber. Ach nee, das geht ja mit dem Grill wieder nicht. Ja, jetzt hätte ich wohl... Jetzt hätte ich wohl den Würfel wieder mitnehmen müssen, was? Das heißt, ich komme da raus. Mache hier auf. Also sonst geht ja die Farbe wieder nicht durch. So. Und werde jetzt in einem hoffentlich geeigneten Bogen da treffen. War es dann aber auch schon, oder? Dann fehlt nicht mehr so viel. Jetzt gucke ich, ob da... Ja, da ist jetzt die Farbe gelandet. Jetzt würde ich sagen, bringe ich ihn wieder... Vielleicht auch nicht. Ihn wieder hoch. Aber dann ist hier zu... Ja, und wenn ich da stehe, kann ich die Fläche nicht... Okay, das ist auch sehr interessant. Soll jetzt aber nicht mit... Nee, mit Würfel kann ich da nicht durch, weil dann ist ja der Grill weg. Okay, dann... Fliegen kann ich da auch nicht lang, weil hier Gitter ist. Okay, jetzt kommt nochmal eine kleine Hürde. Also am Ende muss ich da eine... Fläche haben und da eintreten. Wie schaffe ich das nun wieder? Dafür müsste der Grill eigentlich offen sein. Dafür müsste ich dann aber den Würfel als nächstes da oben haben. Und das weiß ich ja nicht, ob ich das vernünftig hinkriege. Oh. Soll ich da irgendwie hin und was machen? Ich könnte mal was probieren, ja. Das speichere ich aber ab. Das wird super gefährlich. Und da weiß ich nicht, ob das so sein soll.
Erstmal zur Seite. Oh. Ich kann mir den ja wohl. Ja. Ich kann mir den greifen durchs Gitter. Ah, das ist doch kein. Das ist doch keine Herausforderung. Hm. Schon wieder so eine Sache. Also, das sind immer so Sachen in seinen Kammern, wo man nicht weiß, was soll das. Hat er das übersehen? Aber inzwischen bin ich so weit in seinem Workshop, dass er sowas nicht übersieht. Aber das war ja auch schon komisch hier, dieses Geklecker da in dem Raum. Also, wenn man es anders schaffen... Hilft mir das jetzt überhaupt was? Hilft mir das jetzt überhaupt was? Das ist ja die nächste Frage. Weil ich muss ja trotzdem den Würfel wieder da hochbekommen. Das geht halt nicht über dieses Portal. Okay, ich denke, ich habe was gemacht, was mir eigentlich nichts hilft. Also mein Gedanke wäre, dass ich halt da ein Portal setze und hier durch diesen Grill spazieren kann. Aber so einfach geht es auch nicht. Ansonsten wäre noch die Überlegung, aber danach sieht es hier nicht aus, dass man... Dass man die Farbe irgendwie sonst wie beschleunigt. Das könnte ich ja tatsächlich in diesem Raum inzwischen machen mit Bodendecke. Dann komme ich allerdings hier überhaupt nicht rein, weil meine Portale verbraucht sind. Also dass die Farbe richtig viel Schwung hat und dann daraus geschossen wird. Aber dann landet die wahrscheinlich da oben wieder, weil sie wirklich super schnell ist. Ansonsten wäre meine Überlegung gewesen, sie ein bisschen zu beschleunigen, dass sie hinten in den Raum reingeht, dass man da hinter das Turret schießen kann. Aber... Ja, es ist halt blöd. Also entweder man verhindert es ganz oder eben nicht oder wie auch immer. Aber es ist so eine komische Lösung, dass man das Turret da greift, weiß ich nicht. Hat es jetzt nicht großartig verändert, was ich hier noch schaffen muss, ist ja klar. Aber trotzdem. So, ich glaube nicht, dass man den Würfel nochmal opfert. Also was passiert jetzt? Der muss, wie gesagt, da oben liegen. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Ja. Kann ich ihn irgendwo schwingen lassen? Nee, ich krieg ihn da überhaupt nicht hin. Ja doch, ich krieg ihn da hin. Also, aber... Ja. Okay, ich glaube, hier passiert nichts mehr. Das ist ja auch maximal verwirrend, ja? Diese Grube da unten. Ich hoffe, die muss nicht mehr irgendwas machen. Das ist ja eine Frechheit gewesen. So, ich kann ihn jetzt hier hinmachen. Aber was soll das auch? Also, der muss... Der muss da hoch. Ach! Nee, auch nicht. Kann auch kein Nullportal machen und rausspazieren. oder? Ich habe doch keine... Bodenfläche habe ich doch keine. Da drin habe ich jetzt Bodenflächen. Aber da sind ja viel zu viele Grills dazwischen. Das geht ja gar nicht. Soll man noch woanders Farbe auf den Boden klatschen? Geht es hier? Na, das wäre ja noch was. Das wäre ja noch was. Okay, ich bringe ihn nochmal da hoch. Ich weiß nicht, ob ich was verkompliziere gerade. Ich halte jetzt nochmal auf und bereite hier einen Boden vor. Also von der Seite ging es ja nicht. Und hier wird es hoffentlich entweder davor oder dahinter passieren. Auf jeden Fall, dass ich den Boden nutzen kann, ja. So. Da kommt es aus Orange raus. Geht also in Blau rein. Und dann gucke ich mal, was daraus geworden ist. Das ist jetzt da. Okay. Da komme ich ja nicht rein. Aber da könnte er liegen. Ja, okay. Jetzt überlege ich noch eine Sache. Jetzt nochmal die Verbindung nach da oben. Aber auch das wird nicht funktionieren. Dass man... Ja, weil das viel zu weit weg ist. Also man lässt ihn hier nicht schwingen und dann rausplumpsen. Dann kommt er da auch nicht an. Okay, okay. Ich muss es geschafft haben, vorher
Warte mal, ich muss doch nur die Verbindung haben und dann runtergehen. Das ist ja total simpel. Das geht da schon wieder nicht, ne? Warte mal. Nee, das ist total simpel. Ich gehe jetzt raus, komme hier wieder an. Was nehme ich hier? Was will ich hier am Ende haben? Ja, blau will ich hier haben. So, heißt, ich mache die Verbindung nach unten, laufe einmal durch, nehme ihn mit. So, das war nicht mehr so schwer. Ich bin bloß nicht direkt drauf gekommen. Hab mein Portal, mit dem ich reinstarte, da. Alles andere ist eliminiert. So, orange. Müsste jetzt hoch zum Ausgang schwingen. Gefahren sind alle gebannt. Ich speichere nochmal. Und dann geht's hoffentlich senkrecht nach oben. Oh, aber ganz schön hoch. Ach, sogar mit Service. Deswegen ist es da. Puh, okay. Ich bin nicht so begeistert, muss ich sagen. Ist die nur so toll? Ich weiß nicht. Am Anfang ging es ziemlich witzig los, dass man alle möglichen Farben, alle möglichen Flächen bekleckert hat mit Farbe. Dann kam dieser Moment, wo ich den einen Move nicht gesehen habe. Klar, wenn man einen Move nicht sieht, ist es immer so in jedem Rätsel, dass man dann ins Stocken gerät. Der ist zwar innovativ, aber der ist so selten und so Harakiri eigentlich an der Stelle. Ja, man hätte drauf kommen können und es wenigstens ausprobieren können, aber irgendwie solche Sachen schließen sich für mich aus, wenn ich mit einer Sprungfeder mich irgendwie bewege, dass ich meine freie Schwungbahn einschränke. Also man kennt es ja, dass man irgendwie einen Klecks irgendwo hinmacht und weiterspringt und sowas oder dass man sich abstoppt und dann senkrecht runterfällt und so. Ja, es ist eigentlich nur eine leichte Variante dessen, ja, aber es ist, ich bin einfach ums Verrecken nicht drauf gekommen. Ansonsten war die okay, alles andere drumherum war nicht schlimm, aber es gibt halt noch zwei Stellen, die mir wieder etwas unklar sind und wo es mir einfach nicht gefällt, wenn es Lösungen gibt, die dann sich nicht sauber anfühlen. So einfach ist es erklärt und deswegen kann ich da keinen Daumen geben. Ich bin nochmal reingegangen in die Kammer und möchte das jetzt alles nochmal Revue passieren lassen und eine andere Lösung am Ende präsentieren, die offizielle. Also, tja, wo fange ich denn da an? Was mich am stärksten stört in der Kammer ist diese Grube hier. Die ist so komplett irreführend. Hier ist es weiß, da unten ist einfach nichts und es wird auch nicht benutzt. Ich finde diesen ganzen Gang hier komplett überkonstruiert. Da sollte man ja nur den Würfel durchbringen. Man hat zwei Grills, man hat diese Glaspanels, okay, die hat man, damit da keine Farbe hinkommt, aber da konnte man ja trotzdem Farbe hinbringen. Das ist alles super schlecht durchdacht. Ansonsten, der Anfang hat hier echt Spaß gemacht. Ich habe es ja nochmal neu aufgearbeitet. Diese Flächen hier alle vorzubereiten und das alles, das war schon echt cool. Und hier hat das ja auch sauber verhindert, dass man verstehen kann, was er will. Aber einige Stellen passen halt überhaupt nicht und auch allen voran dieser Raum da hinten mit den Turrets da oben, die ich jetzt schon weg habe, wo man einfach nur mit der Lichtbrücke hin soll und nicht mit Farbe rumklecksen. Also das sind alles so Sachen. Da oben habe ich jetzt den Würfel liegen. Nee, ich gehe erstmal auf die Brücke hoch. Ja, und ich sag euch eins. Huch, jetzt habe ich ihn angehoben. Ich sag euch eins, je mehr Kommentare man liest, desto mehr Exploits liest man. Das ist total erbärmlich. Also die ist einfach nicht durchdacht. Diese Kammer, die ist einfach nicht zu Ende gedacht. Also dieser Bereich da hinten, der gefällt mir überhaupt nicht. Das war hier noch ganz cool mit Farbe hin und her und dahin bringen. Und wie ihr seht, habe ich das Turret da gelassen. Das soll man nämlich auch nicht durchs Gitter greifen. Also es ist der totale Anfängerfehler, den er da gemacht hat. Und es sollte zu dem Zeitpunkt in seinem Workshop einfach nicht vorkommen. So, und jetzt glaube ich eigentlich schon, wie ich hier offiziell rauskomme, ohne dieses Turret zu vernichten. Jetzt nehme ich den runter, dann ist da wieder zu, aber ich brauche ihn hier, um hier durchzukommen. Ich habe jetzt die Brücke und kann safe dahin laufen, um dahin zurückzukommen. Also das kann man doch ganz einfach verhindern, dann setzt man den halt noch weiter nach hinten. Der visiert einen doch gut an. Oder macht hier noch mehr Gitter oder so.
gibt es absolut genug Möglichkeiten. Also dieses eine Panel da, das ist doch ein Witz. Ja, also wenn man es ohne Turret vernichten schafft will. Oh, ich komme sogar oben wieder raus. Ja, logisch komme ich oben raus. Dann macht man es so, wenn man es verhindern will. Und ich habe jetzt da blau und komme jetzt... Oder müsste jetzt zum Ziel rauskommen. Das finde ich gut gemacht. Das ist wirklich mal eine gute Sache. Oh. Schießt du mich auch ab? Ach, der hat mich nur ganz kurz gesehen. Ja, Rest hatten wir schon mit Bewertung und allem. Spare ich mir. Ich hänge noch eine ran. Und zwar Extinguish. Und die läuft hoffentlich besser. Nachdem ich euch ja... Na, ihr könnt es ja gar nicht wissen, aber... 20 Minuten oder gute 20 Minuten rausgenommen habe aus der Kammer, ehe ich überhaupt erstmal diesen einen Lichtbrücken-Move gefunden habe. Also in Spectrum jetzt. Der kommt ja noch dazu. Der ist zwar gut und clever, aber so unintuitiv, dass er bei mir echt den Flow gestört hat. So, Extinguish heißt auslöschen. Ich muss da wahrscheinlich mit einer Brücke rüberlaufen. Gucke ich mal, wie ich die kriegen kann. Da gibt es Farbe. Wie weit fliegt die? Wahrscheinlich hier so hin. Sehr interessant. Oh. Hm. Na gut. Man muss es ja erstmal ausprobieren. Oh, die fliegt sehr weit, ehrlich gesagt. Warte mal, was mache ich denn hier? Den Grill auf? Damit gehe ich einfach nur rüber. Okay, was machen wir denn mit der Farbe? Die landet hier irgendwo, ja? Ist ja super interessant. Wie holt man die sich? Mit irgendeinem Strahl muss es doch wohl passieren. Wow, dass man sie da hochdrückt, ja. Sehr interessant. Okay, dann mache ich jetzt erstmal den Würfel und hoffe, dass er mehrfach kommt. Ach, er ist getimed. Kann ich ihn überhaupt abfangen? Ich kann ihn noch nicht mal abfangen, fürchte ich. Ah, ist das ein Panel? Das sieht sehr weit aus. Das geht nicht. Scheiße, okay. Dann mal darüber. Ach so, ich muss das alles in einem Schwung machen. So, warte mal. Ich kann... Ja, genau da, wo ich herkomme, fange ich ihn dann ab. Ja, okay. Dann schaffe ich das. Beziehungsweise, ich kann ja auch gleich darüber. Und setze dann hier blau. So, viel einfacher. So. Also Zeit ist da genug. Wo waren die Mitte? Da so. Passt schon. Richtig viel Zeit. Ehrlich gesagt hätte man den Timer kürzer machen müssen, damit du wirklich eine Herausforderung hast. Okay. Muss ich den Würfel irgendwann mal dahin bekommen haben, damit ich hier überhaupt Verbindung herkriege. Offensichtlich brauche ich den... Ach nee, ich muss ihn hier hin machen. Ich brauche den Strahl, um hier rauszukommen. Ein bisschen blau ist da gelandet. So, hier komme ich zurück. Ja, ist ja überhaupt noch die Frage, was macht man denn mit dem Blau bitte? Kann ja nur in die Höhe gehen. Was wiederum hieße... Oh wow, wie komme ich denn überhaupt zurück? Hier erstmal so zurück. Brauche ich jetzt den Strahl? Wie komme ich denn zurück? Hier, achso, okay. Nee, dann ist klar. So, also ich könnte mich jetzt zurückstrahlen... Dann habe ich aber den Strahl nicht. Wie kommt man in ihn rein, wenn man einmal da drüben ist? Um ihn zu haben, um da vielleicht blau... Achso, dann hätte ich ihn ja schon. Oh, ich muss ja die komplette Verbindung herstellen, ne? Ich mache erstmal, was ich so machen kann. Wird vielleicht nicht unbedingt eine Lösung sein. So. Da komme ich nämlich nicht vernünftig rein. Und oder hoch. Kann jetzt die Farbe nicht nehmen. Am Anfang war auch nichts. Da komme ich dann am Ende durch, wenn ich die Verbindung hergestellt habe. Okay, was machen wir mit der Farbe? Was machen wir mit der Farbe? Beziehungsweise, wann kommt der Würfel hier rein? Hätte ich den da hochschaffen müssen, damit ich erstmal ihn hier habe? Vielleicht macht das die Sache leichter. Machen wir es mal so. Oh. Achso, nee, ist ja doch. Geht ja. Dachte, ich komme jetzt da nicht mehr hin. So. Also. Würfel erstmal rüber, um aufzuhalten.
komme ich nicht mehr rüber. Stimmt, jetzt komme ich nicht mehr rüber. Das ist ja eine schöne Kammer. Die beißt sich ja überall gegenseitig. Ja, also muss es ja der richtige Move sein. Ist es vielleicht eine Würfelopferung oder irgendwas? Wow, das ist nicht schlecht. So, also ich muss jetzt hier rüber und dann muss ich mir was ausdenken. Ich kann dahin keine Verbindung schießen. Das ist es ja einfach mal. Oder muss ich... Sag nicht, ich muss die Farbe jetzt starten und schnell sein. Naja, sie kommt bis hierhin geflogen. Aber wenn ich sie darüber mache, da wurde auch alles verhindert. Ich soll jetzt nicht den... Das geht nicht. Den Würfel blau machen geht nicht. Die Farbe kriege ich nur in die Richtung... Was ist denn das da? Okay. Die Farbe kriege ich nur in die Richtung gedrückt. Das ist ja auch noch die Frage. So richtig weiß ich da jetzt nichts, ehrlich gesagt. Also ich gehe rüber. So, ich drücke die Farbe. Ich mache so. Ach, ich hole die noch nicht mal. Kann ich die denn überhaupt abholen? Das kann wirklich nur da sein. Okay, was ich auch nicht machen kann, ist aus dem Strahl in den einsteigen. Bringt jetzt in dem Moment auch gerade nichts, aber sowas dürfte nicht gehen. Hab's noch nie ausprobiert, aber... Oder selten ausprobiert, weiß ich jetzt gerade nicht. Geht nicht. So, da komme ich auf keinen Fall irgendwie zurück. Okay, super. Die nächste Kammer, in der ich keinen Plan habe. So, ich kann hier oben sein. Kann ich jetzt was mit dem Würfel machen, außer ihn neu rufen? Dann kann ich ihn aber wieder nicht abfangen. Wow. So, richtig... Habe ich da auch keine Vorstellung? Das ist ja verschärft. Wenn ich da stehe, kann ich nur da lang. Da könnte ich zwar eine Verbindung schaffen, aber was hilft mir die? Da kann ich gar nicht hin. Muss ich irgendwie schnell sein mit irgendeinem Timer? Muss ich... Nee. Dachte, ich muss den Würfel irgendwie... Dass ich da stehe und bewege den Würfel. Aber wie soll ich ihn dann hier hinkriegen? Dann müsste die Verbindung... Ach so, dass er erstmal in der Quelle drin ist. Das geht doch alles nicht. Dann muss ich da stehen und die Verbindung geschaffen haben. Wie kriege ich denn eine Verbindung von da unten hier hin? Das ist doch die große Frage. Wenn ich da blaues Gel hinbekäme, könnte ich rüberspringen. Oder hier blaues... Ach so, einmal abstoppen, dass das blaue Gel hier ist, dass man hier aus der... Oder hier. Dass man hier einfach von der Höhe her da was schaffen kann, ja? Dass man da... Das glaube ich irgendwie nicht. Was geht denn hier? Ich kann ja nichts anschießen. Ich mache gerade immer nur die gleichen Sachen. Warte mal... So, ich kann jetzt auch schon keinen Schwung holen. Was bringt mir das, wenn ich jetzt die Farbe hier... Ach so, na klar, hier bringt es mir ja schon was. Natürlich. So, und zwar jetzt die Farbe abstoppen. So nämlich. Dann aber... wieder fa... Das habe ich da nicht getroffen. Wieder fallen lassen. Dammit. Ach so, und dann kommt sie ja hier hin. Ja, das ist es. Das ist es doch. Okay, also blau umsetzen. Blau einmal dahin. Bisschen Farbe hoch. Blau wieder weg. Dann ist er erstmal da. Nee, der kommt ja da unten raus. Hätte ich orange wegnehmen müssen. Egal. Da war jetzt falsch. Hier soll es hin. Also. Jetzt habe ich natürlich hier den Mist. Aber das wollte ich ja auch haben. Und da wollte ich es vielleicht irgendwann auch haben. Also. Na! Ah, warum? Ich habe nichts gemacht. Bin nicht gesprungen oder irgendwas. So, blau. Ach Gottchen, jetzt kommt da nur noch so ein Klecks. Reicht aber.
Genau das Ende brauche ich. Ich denke, den Sprung schaffe ich. Aber dann komme ich ja nicht da hoch. Das hilft eigentlich gar nichts. Doch, na klar hilft es was. Jetzt kriege ich den Würfel rüber. Ja! Oh! So, nochmal blau. Vielleicht habe ich schon alles, was ich brauche. Vielleicht auch nicht. Jetzt ist es allerdings auch sehr gut, dass ich von hier unten hochkomme. Jetzt... Oh, ich glaube, man muss noch an einigen Stellen blau hinkriegen. Jetzt habe ich die Verbindung. Jetzt könnte ich da mit dem Strahl arbeiten. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Da muss man sich aber konzentrieren. Mann, warum? Was macht denn das hier? Da muss man sich konzentrieren. Kann ich nicht mal sauber in ein Portal rein? Sag mal, geht's noch? Ich mach das jetzt so. Also erstmal als Trockenübung. Da komme ich raus. So, einfach so laufen. Da geht doch wohl, oder? Ja. So, dann mache ich da oben... Ach nee, dann muss ich es erstmal halten. Oh, kann ich es von hier noch alles treffen? Das wird sehr knapp. Dann würde ich den Strahl machen, das hochschwingen lassen. Und dann da blau, dass ich da eine blaue Farbe habe. Ich weiß nicht, ob ich es brauche. Will ich jetzt aber irgendwie machen. Weil anders kann ich ja die Farbe nach wie vor nicht holen. So, also. Durch. Holen. Fallen lassen. Da ist jetzt blau da oben. Jetzt komme ich nämlich auch darüber. Aber das Problem wird sein, im Strahl zu sein. Und da rauszukommen. Also da springt man nicht irgendwie rein. Da hat man eine Verbindung. Obwohl, jetzt kann ich ja springen. Ich kann zwar zweimal rüberspringen, aber erstens... Oh, ich kann hochspringen. Ich glaube, ich springe jetzt nur noch. Hol den Würfel, mach den Strahl. Aber dann bin ich nach wie vor da unten. Wie komme ich dann... Ach, da muss noch hin. Okay, okay. Ja, kriegen wir auch noch hin, ehrlich gesagt. Also ich... Am Ende mache ich das Häschen. Aber ich mache es umgekehrt, weil ich gerne meine... Nee. Umgekehrt sage ich. So. Weil ich gerne meine Portale so rum habe. Ups. Das machen wir mal mit. Ist eigentlich vollkommen egal, wo ich es mache. Hauptsache, ich habe gerade meinen Kopf nach oben gestreckt. Wie so ein Opa beim Gaming. also mein Kopf in echt. So. Ja, alles vorbereiten und dann mache ich das Häschen. Also durch. Blau da oben hin und dann blau wieder dahin. Das ist nicht so schwer jetzt. Nur, dass ich selber ablaufen muss, was recht knapp ist. Wie bitte? Ach, was soll denn das jetzt? Warum hat denn das nicht geklappt? Muss der schneller sein? Habe ich einen Denkfehler? Ich nehme das doch mit blau da an. Ist der Timer zu knapp? Ich gehe ein bisschen näher ran. Das kann wohl nicht wahr sein. Achso, vielleicht kann ich auch so machen. Ich habe eindeutig was genommen. Oh! Warum ist es jetzt so weit geflogen? Egal, funktioniert. Kann man sogar seitlich springen, aber wenn man es von hier macht, schafft man es auch so. Warte mal, ich kann da hoch. Soll ich da hoch? Hä? Dann muss ich nur noch den Hüpfer machen. Ach, das heißt... Naja, gut, mit zwei Hüpfern. Das gefällt mir nicht. Warum ist das so weit geflogen? Ich mache es diesmal nur kurz. Ah! Kurz was abholen, direkt wieder fliegen lassen. Ah, so.
Wenn ich da zweimal hochspringe, komme ich da rein. Okay, dann nehme ich jetzt auch noch den Würfel mit, ne? Aber nee, dann kann ich hier nicht... Den muss ich holen, genau. Dann kann ich hier nämlich nicht durch, weil dann der Grill wieder da ist. Also, plopp. Und einmal. Und zweimal. Und diesmal muss ich es abspringen. Oh Gott. Also Würfel opfern. Ich habe die Verbindung. Ich komme bis da hoch. Und ich springe jetzt mit dem... Ich speichere es jetzt ab. Sonst geht es wieder daneben. Wenn man es jetzt verhaut, wäre ärgerlich. Jetzt verstehe ich auch, wie der Timer gesetzt sein muss. Oh Gott. Aber es macht Spaß. Das macht echt Spaß. So. Ausgangsbedingungen geschaffen. Ich gehe da hoch. So. Und holst mich schon ab? Nee. Ab. Jetzt habe ich einen längeren Weg vor mir, aber das passt schon. So, da habe ich, glaube ich, ausnahmsweise mal keinen Exploit gemacht oder so. So. Ducken. Geht nicht, nur runterlenken. Hopp. Und die hat sich gut angefühlt. Die war... Die ist als Medium angegeben. Ja, so ist die auch. Die Spectrum war als Challenging angegeben. Wenn man diesen blöden Lichtbrücken-Move nicht gehabt hätte, wäre die auch gar nicht so Challenging gewesen. So, entweder du kommst drauf oder du hast es eben nicht. Also der Mittelteil heute, die Spectrum war so, hm. Aber jetzt am Ende gebe ich nochmal das Däumchen. Das Ding war ganz in Ordnung. Ja. Zeitlich bin ich, glaube ich, auch noch ganz gut hingekommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.